Ich bin also mit unserem Essen zufrieden. Das, was wir machen, wir haben eine hervorragende Qualität. Ich habe meinen Stern mitgekocht. Freak der Level. Alter, Andi, kannst du nicht essen? Dann brauchst du ein neues Planetensystem, was du erobern kannst. Aber hier auf der Erde ist das nicht gefragt. Also ich kann reden von der Erde, oder? Hey Jungs, so, also das Navi, das zeigt nur noch ein paar hundert Meter und hier ist nur für Anlieger frei. Das ist keine Durchfahrstraße. Fahr durch. Wir sind ja Anlieger. Ja. Ja, aber es ist halt, ich finde es schon schwierig, ja? Der hat hier überhaupt gar keinen Durchgangsverkehr. Nicht so gut für Restaurants, ne? Durchgangsverkehr bringt ja oft Gäste so Walk-in, so Laufkundschaft, ne? Die fällt dann hier flach, also da muss er von Stammkundschaft leben und das wird eng. Mhm. So, was ein geiles Einsatzfahrzeug, ne? Das neue Koch-Profi-Mobil. Bequem ist es auch noch. Ja, nur Blaulicht fehlt. Gut. Genau. Jetzt müssen wir aber ran. Ich habe auch Hunger, muss ich sagen. Hi zusammen. Guten Tag. Hallo. Hi, servus. Schönen guten Tag auch. Gestern ging's noch. Eben, und dein guter Ruf eilt ja schon voraus, deine kreative Küche. Wir sind jetzt echt mal gespannt, weil wir haben ja ein paar Sachen erfahren. Was du mir denn drauf hast in der Küche, ja? Schauen wir mal. Bist du bereit? Ich immer. Hast du denn schon mal mit Sterneköchen zusammengearbeitet oder warst du schon mal in einem Haus mit Sternen? War ich mit mehreren Köchen zusammengearbeitet, die Sterne hatten. Auch selber schon im Sternehaus gearbeitet, damals hier im Landsknecht. Aber wir freuen uns. Wir freuen uns, ja. Wir gehen jetzt auch speisen, ja? Wir werden gustieren bei dir. Dann nehme ich doch die Zitronengras-Kokossuppe. Was haben wir heute im Angebot an Edelfischen? Oh. Jetzt wird's kalt. Da habe ich jetzt vergessen nachzufragen. Ich frage mal eben nach, ja? Dann würde ich jetzt bei dir das Kaninchenfilet mit den Hummerkrabben bestellen. Ist das Kaninchenrücken oder was ist Filet, das? Filet, ja, Rücken. Ja, Filet und Rücken sind ja zwei verschiedene Teile, oder ist es das gleiche? Das tut mir leid, das weiß ich nicht. Was ist die Barbary-Entenbrust? Ist das eine spezielle Ente? Das weiß ich auch nicht. Okay. Ich habe zu meiner Vorspeise der Salat Fikitesch. Möchte ich jetzt bitte, weil die Messlatte doch relativ hoch ist bei deinem Chef, ja? Hätte ich gerne eine kreative Maßnahme an einem Teller mit Fleisch? Und ich hätte gerne eine kreative Maßnahme an einer vegetarischen Option, ja? Da könnt ihr sich austoben, ja? Aber es muss schmecken und es soll verrückt sein. Er hat ein paar grobe Lücken noch gehabt, aber er hat sich damit abgetan, dass er nur zur Aushilfe da ist. Beate übrigens auch. Bist du nervös? Ja. Ich nicht. Doch, das sind schon Profis. Die heißen nicht umsonst Profis. Ja gut, aber ich kenne das alles. Ich habe auch mal auf so einem Niveau gekocht. Es schmeckt nach Säure, nach Zitrone, aber nicht nach Zitronengras. Erstmal mit Schokolade. Mhm. Das ist einfach schon einfach gemacht, haben auch Schokolade draufgeworfen, gell? Das könnte den Geschmack schon etwas verblenden. Ich verstehe nicht, wie man darauf stolz sein kann, über eine Suppe ein bisschen Schokolade drüber zu raspeln. Das könnte man in der Theorie über jede Suppe drüber raspeln. Das macht aber jetzt den Koch nicht zum kreativen Kopf. Der Geschmack ist jetzt nicht schlecht, aber also frischer Zitronengras schmecke ich nicht raus. Nicht, nee. Nein. So sehen jetzt meine Rindfleischblätter aus. Ne? Das ist, wenn sie schon mal runtergefallen sind und zwei Autos schon mal drüber gefahren sind. Ne? Genau so sieht es aus. Dann sehen die Blätter hässlich, aus. Ne? Geschmacklich kann man sie durchwinken, würde ich sagen. Wir reden von einer Kraftbrühe, wie man sie im Kinderkochkurs auch schon gemeinsam kocht. Das kostet 8,50. Ne? 8,50 für einen Toast dabei. Das sind zwei Scheiben Toast. Mhm. Nimmst du einen Teller mit, oder? Den Teller nehme ich mit, das esse ich noch nicht mal. Der ist nicht mehr, getoastet. Und das ist jetzt hier, guck mal, das ist eine Dosenananas, oder? Das ist eine Dosenananas. Billigschinken, der so hoch, also entschuldige bitte. Der Hawaii-Toast, der war echt eine Frechheit. Also den kriegt man ja teilweise an der Raststätte schöner. Pfeffer auf dem Rand ist ja auch so, dass der Pfeffer eigentlich trocken ist. Der müsste eigentlich abrutschen, aber der haftet. Denke ich, was hat er dann für eine Haftcreme drauf gemalt? Auf den Tellerrand, dass der Pfeffer so haftet. Und wenn das Resultat ist von dem Gesprochenen, dann haben wir hier einfach einen riesigen Widerspruch. Ich bin wahnsinnig neugierig, weil ihr habt ja gesagt, dass er als Soßen- und Suppengott bezeichnet wird. Das mit den Suppen hat nicht funktioniert, jetzt bin ich auf die Soßen gespannt. Okay, also das ist eine Perle, oder? Und das ist die Café de Paris-Soße. Café de Paris? Café de Paris-Soße ist eine fertige Kräutermischung, Holland ist als Basis, schmeckt sehr chemielastig. So. Wir hätten sehr stark nachgeholfen. Das ist eine Charon. Charon heißt eigentlich eine Hollandaise mit Tomatenmark, hausgemachte Tomatenmark. Schmeckt nach Ketchup. War das das Kreative? Ja. Sehr gut. Sehr stark. Sehr stark. Da hat er sich mal richtig Fleischteller, sag ich, was mit Fleisch. Ich zeig dir mal, das kann ich hier mit meinem Essen
Das kann ich auch bauen. Und dann sieht das ganz genauso aus. Haben wir hier dreierlei Soßen und da legen wir überall ein Stück Fleisch drauf. Richtig. Und das ist dann der kreative Teller für 19 Euro. Wir wollten ja eine Top-Leistung, dass er abliefert. Er hatte alle Zeit der Welt, wir haben ihn nicht reingepfuscht, er konnte sich frei entscheiden. Und was macht er? Er brät 4 Stückchen Fleisch und serviert sie mit seinen göttlichen Soßen. Den gibt Respekt. Oh, was haben wir hier Schönes mit? Mit Käse gratiniertes Gemüse? Ja. Raffiniert. Und Petersiliensalat. Ja? Und was noch? Wie nennt ihr das Gericht? Das hat bei uns bis jetzt noch keinen Namen. So eine billige Variante, einfach Gemüse, kurz zurückgeschwenkt, Käse drüber, ab in den Ofen schicken. Das ist frisches Gemüse? Das ist irgendwie, das ist wie Vegetarier haben das nicht verdient. Das für 89, die Entenbrust für 13,50. Also, das ist eine völlige Willkürzone hier. Und auch fachlich, also auch ein Desaster. Weißt du, durch, da ist es roh. Und wie dann die Soßen sind einfach, die Industrie hat mal auch wieder mal zugeschlagen. Es ist Nahrungsaufnahme, ja, und das war's. Als du uns empfangen hast, hat er auch gesagt, du hast mit Sterneköchen, also mit vielen Sterneköchen zusammengearbeitet. Ja? Und wenn jetzt alles stimmt, was du sagst, ja, das heißt, du möchtest einen oder du musst einen Toast Hawaii auf der Karte haben. Ja. Ja? Wenn mir die Situation jetzt so unterlaufen würde, ja, da ist keine Butter drauf, habe ich schon gesehen, dann würde ich den geilsten Toast Hawaii der Welt machen wollen. Mhm. Nicht können, aber wollen. Was will man mit so einem Gericht mal machen? Wenn ich das höre, und da kritisiere ich jetzt die Kochprofis mit, das kannst du Weltbeste und aufpeppen. Ja, was denn? Das ist eine frische gegrillte Ananas mit einem geilen Schinken, mit einem geilen Käse. Das kann doch was Tolles sein. Und das schön angerichtet fürs Auge. Da würde ich auch 8 Euro für zahlen. Und das, was du uns angeboten hast, war furztrockener Schinken, war super günstiger Käse, ist nicht getoastet. Und dann nimmst du noch 8,50 Euro für das. Wie machst du denn zum Beispiel die Soßen? Was ist daran selbst gemacht? Die Soßen, die sind alle von Grund auf. Wir haben eine Grand Jus, die steht doch, glaube ich, da hinten. Aber ich bitte dich, das hier ist doch keine Grand Jus. Das sind hier. Das ist keine Grand Jus, da ist auch ganz andere. Aber auch hier, guck mal, das ist doch, da ist vielleicht ein bisschen was von der Jus mit drin, dass da Farbe drin ist, aber das ist doch. So, und dann kommt da der Fond von den Pfefferkörnern, tue ich noch mit rein, damit es eine gewisse Würze gibt. Ja, und mit Cognac abgeschwenkt. Wenn die Soßen lecker gewesen wären, wenn die richtig gut gewesen wären, dann kann er sie ja kochen, wie er will. Aber das war ja ein Pams. Wo hat bei dir ein kreatives vegetarisches Gericht bestellt und ein kreatives fleischiges Gericht? Da sind wir total, sind wir da aneinander vorbeigeraten. Ich habe meine Brille nicht auf. Irgendwo steht da, du hast draufgeschrieben, dass sie kreativ sein sollen und du hast es hier erzählt. Das hast du uns erzählt. Heißt aber nicht kreativ. Wenn ich das so verstanden hätte, weißt du, was ich gemacht habe? Hör mal, ich bitte dich. Normalerweise ich bitte dich, wir kommen zu dir, du möchtest gerne irgendwie total kreativ kochen, dann hast du die Möglichkeit, was Kreatives zu machen und legst uns Käse auf den Blumenkohl und schiebst den raus und legst irgendwie auf 3 Soßen 3 Stücke Fleisch. Das kann doch nicht sein, Alter. Nein, das ist richtig, aber ich habe eigentlich gedacht, es geht um die Garart und um die Qualität. So habe ich gedacht. So, wenn du jetzt sagst kreativ, dann hätte ich normalerweise drin lassen. Das stand doch sogar auf dem Bon. Ich habe es aber nicht gesehen. Das stand Fleischplatte. Frank hat in ganzer Linie versagt. Also wir sind der Meinung, Qualität setzt sich immer durch. Wollte ich sagen, das ist keine Qualität. Das ist keine Qualität. Das ist durchgehend keine Qualität. So, also jetzt fangen wir an, oder? Ja? Guten Appetit. Ja, pass auf, ja, pass auf. Also von der Optik her ist es halt jetzt wirklich dieser Ton in Ton, ne? Mhm. Camouflage, so ein Geländeteller, ne? Grüner Lauch, braunes Fleisch, braune Plätzchen. Warum hast du jetzt da zweierlei Fleisch kombiniert? Ich wollte eigentlich dreierlei kombinieren, da bin ich nachher von abgegangen. Ich wollte es eigentlich ganz anders anrichten. Was wolltest du jetzt schon wieder anders machen? Erzähl, was, heute nicht. Ich wollte dreierlei machen und Türmchen bauen und das Rinderfilet einschneiden, irgendwie ganz fein und dann so aus als Igel machen. Aber das habe ich irgendwie nicht mehr dagegen angefangen. Aber wir sind nicht bei den Bremer Stadtmusikern. Das hätte ein Fleisch hätte gereicht. Wir wollen ja nicht 3 Tiere haben auf einmal oder 4. Die Teller, die er uns jetzt gekocht hat, die haben jetzt nicht wirklich bewiesen, dass er doch viel, viel besser kochen kann als das, was wir gestern erlebt haben. Du bist irgendwo stehen geblieben, glaube ich. Ja. Kann das sein, in den späten 70ern? Nee. Wann ist es passiert? Der Stillstand bei dir. Du musst den Laden verinnerlichen, du musst mit jedem Gericht zeigen, dass ich so schmecke. Deswegen kommt der Gast zu dir. Das bist jetzt 100% du.
ja, will ich nicht unbedingt sagen, dass ich 100% ich bin, aber... Ja, was bist denn du dann? Also wo siehst du dich? Also ist das jetzt genau das, was du kannst? Klar, ja, würdest du mal, noch mal... Mach mal. Das sind die Garnelenspieße, habe ich euch gemacht. Ja, warte, aber das kann man doch nicht essen, oder? Soll ich dreimal machen? Nee. Lass am Spieß, ich mach nur ganz kleine Ecke mal für mich. Die sind gekocht, oder? Nein. Die sind roh. Pfui Teufel. Alter. Andi? Nee. Kannst du nicht essen? Das ist brutal. Ich sag ja, zwei Tage im Kühlschrank. Ja, hör auf, das wird ja noch schlechter. Die Grundkombination ist eine Katastrophe. Frank! Krevett mit Schokoladensauce, da brauchst du ein neues Planetensystem, was du erobern kannst. Aber hier auf der Erde ist das nicht gefragt. Also ich danke. Und wir reden von der Erde, oder? Rohes Gampis mit Schokoladeglasieren ist halt hanebüchen. Das ist vielleicht für eine Kunstaktion. Das ist so dieses Experimentierfreudige, weil ich mal ganz außergewöhnliche Sachen eigentlich haben möchte. Also wenn es das ist, was er richtig toll findet, wenn das wirklich seine Art zu kochen ist und sein Küchenstil ist, dann soll er bitte den Beruf in den Namen hängen. Was dir uns komplett fehlt, oder auch dir fehlt, das ist der rote Faden. Die Linie. Ja, absolut. Und das hast also eben auch, wo du, ja, was mache ich jetzt? Mache ich zwei Fleisch, ein Fleisch, mache ich ein Türmchen, mache ich... Da hast du wieder gerade gezeigt, dass du dir total unsicher bist, wo du hin willst, weißt du? Hawaii-Toast. Ja, fangen wir erstmal an. Toast toasten. Das ist ja schon mal ein schöner Anfang, ne? Dann mit Butter bestreichen. Dann Schinken. Ananas. Wir machen es jetzt so einen Tick anders. Und zwar haben wir hier ein Madras-Curry. Und riech mal an dem Curry. Riecht es anders wie deins? Ja. Sieht aber ganz anders aus. Sieht ganz anders aus. Schreib doch bitte mal auf 10 Gerichte, wie du dir in Zukunft deine Karte vorstellen könntest. Grillteller von Edelfisch mit Rosmarinkartoffel, Weißweinsoße, Salat. Rosa gebratene Entenbrust an Mangoschutney mit Bohnensträußchen und Herzoginkartoffeln. Kalbsschnitzel an Morschelrahmsoße. Das war einfach die greatest hits of 70er Jahre. Aber was unterscheidet jetzt die Karte von der Karte, die wir vorgefunden haben? Wir dachten schon, dass du dich jetzt irgendwie entwickelst, weißt, dass jetzt andere Gerichte kommen. Aber das ist einfach der alte Trash, irgendwie jetzt Herzogin-Kartöchchen von A nach B, Böhnchen da dazu, da weg und da Panosoße. Er ist einfach limitiert, also er hat sich nicht entwickelt. Es gibt für ihn keine Finesse, es gibt für ihn keine Kreativität. Das Haus braucht ein Gesicht und das braucht dann nicht einen, der kurz aus der Küche rausgewetzt kommt und dann vielleicht noch irgendwie was sieht, was ein anderer falsch gemacht hat und dann wieder weg ist. So, die brauchen einen souveränen, gestandenen Chef. Ich meine, du kannst ja ganz gut reden. Ja, manchmal zu viel, ja, aber du kannst ganz gut reden. Du bist anscheinend ziemlich stark in der Küche. Du kümmerst dich ums Fleisch, kümmerst dich um die Hauptspeisen, um die wichtigen Dinge, um die Vorbereitung. Ja. Also automatisch denke ich, warum bist du nicht draußen im Service? Du kannst dich super repräsentieren, die Reinschenke nach außen tragen. Ja, aber du machst es jetzt nicht. Und das stimmt nicht. Also, ich mache überall und das ist mein Problem. Wenn Frank vorne ist bei den Gästen, erstmal springt er nicht mehr hin und her zwischen Küche und Service und bringt irgendwie komplette Unruhe in den Betrieb. Außerdem kann er auch seine Gerichte am besten verkaufen, an den Mann bringen. Könntest du das denn überhaupt vorstellen, den Service draußen zu machen, also dein Schiff zu lenken? Von mir aus ja. So, natürlich immer alles mit rein, ja? Also jeden Fleischsaft und alles, das ist das Wichtigste. Ja? Ja. Das sind so die Kleinigkeiten. Ne? Wenn man das wegschüttet, dann schüttet man Geschmack und dadurch natürlich auch Geld weg. So, dann löschen wir mit Rotwein gleich ab. Ja. Ja? Nur wenn man was Gescheites reinmacht, kommt was Gescheites raus. Ja? Ja. So, Rosmarin und Thymian gehen wir später mit. Lauche, Wacholder jetzt. Und Piment. Ja. Super, du weißt ja eh alles, ne? Ja. Finde ich echt cool. Wir haben hier einmal Brot geschnitten, Graubrot geschnitten, in normale Würfel, Graubrot geschnitten, geröstet. Dann haben wir jetzt Milch aufgekocht mit Zwiebel, Salz, Muskat und Pfeffer. So, jetzt mixe ich kurz ein bisschen an. So, jetzt kommen die Eier dazu. Ich habe hier 15 Vollei und 5 Eigelb. Die mixe ich jetzt mit dazu.
so lecker, ich konnte dich heiraten, wenn du nicht verheiratet wärst. Ich bin verheiratet, schau mal! Egal, was wir heute gemacht haben, war alles einfach gut, einfach schön. Gehst du erst hin, schönen guten Abend. Was hast du vergessen? Ich bringe die Leute zum Platz, mach die Kerze an. Richtig. Ja, warte, bis sie sich hinsetzen. Wenn die Garderobe haben, zeige ich denen, wo die Garderobe ist. Falsch. Jacke abnehmen. Zumindest bei den Damen fragen, darf ich ihre Jacke mitnehmen? Dann habe ich das ja jetzt richtig verstanden, dass du dich mit dem Service jetzt schon voll identifizierst. Wenn ich hier den Kopf sein möchte, will, tun, machen muss, dann muss ich mich identifizieren. Dann solltest du aber auch derjenige sein, der, wenn du da bist, in erster Priorität nach vorne geht. Ich bin ein bisschen aufgeregt und mir zittern schon ein bisschen die Hände. Ja. Auch einen guten Service und auch eine gute Zukunft für euch. Ja? Ich hoffe, es hat geschmeckt. Das ist schön. So kann es weitergehen, ne? Ja. Wunderbar. So, ihr seid gecheckt, du bist gecheckt, ihr seid gecheckt, das Haus ist gecheckt. Hier, bitteschön.